Herzlich willkommen zum sechsten Teil unserer Serie Die 12 größten Fehler im Marketing bei deiner Webseite. Heute wieder dabei Christoph Schwinghammer als Geschäftsführer und Spezialist der Digitalagentur 360 Karat. Und heute geht es um ein wichtiges Thema, was genauso brisant ist, als wenn ein Angler zum Meer fährt, seinen Haken ins Wasser hängt und er hat keine Köder dabei. Das ist heute das Thema und ich bin gespannt, Christoph, was genau sich dahinter verbirgt. Der sechste größte Fehler ist es, dass du deine Webseite und die Marketingmaßnahmen nicht in deiner Kalkulation drin hast. Das heißt, die Ausgaben sind nicht eingeplant für das Jahr. Und dann stell dir einfach vor, du hast deine Webseite und merkst, es kommen nicht genügend Anfragen. Dann versuchst du irgendwie Geld zu organisieren und Marketingkampagnen zu starten. Aber denkst darüber nach, okay, wenn ich jetzt nochmal Geld in die Hand nehme, schmälert das ja meinen Gewinn. Und dann hast du das Problem, dass du dich nicht entscheiden kannst. Gebe ich jetzt noch mehr Geld aus für Marketing oder lass es sein? Mehr Geld für Marketing, lass es sein. Mehr Geld für Marketing, lass es sein. Und dann ist dein Unternehmen ausgetrocknet, es hat nicht genug Anfragen generiert und dann wird es ganz, ganz schwierig, da nochmal das Ruder rumzureißen. Deswegen solltest du in deiner Kalkulation auf jeden Fall die ganzen Marketingausgaben mit aufnehmen, damit genau das nicht passiert. Das erleben wir tatsächlich auch täglich in der Beratung hier bei der X-Group, dass wir also Finanzpläne bekommen von Gründern und die haben ganz hohe Umsatzerwartungen und Steigerungen. Und wenn wir die dann fragen, wo die herkommen, welche Marketingkosten, welches Budget sie eingeplant haben, sagen sie nichts, das wird schon so klappen. Und dass das natürlich nicht klappt, das weiß jeder Angler, der erstmal anködert, das weiß jeder Unternehmer, der ein Ladengeschäft eröffnet, der braucht natürlich Eröffnungswerbung, der braucht laufende Werbung, wie Henry Ford der einst sagt, wer nicht wirbt, der stirbt. Und was würdest du denn empfehlen oder woran, wie erkennt man einen Marketing- und Vertriebsspezialist oder Architekt, der einen berät, dass der an Marketing-Budget-Empfehlungen auch gibt dann für die Finanzplanung? Was sind da so Größen oder Eckdaten oder Richtlinien? Erstmal ist es wichtig, dass er dir Fragen stellt, du als Gründer, dass er dir die richtigen Fragen stellt, dass er erstmal fragt, wer ist denn die Zielgruppe überhaupt? Das ist das Allerwichtigste. Und dass er dich fragt, was ist denn das Besondere an deinem Produkt? Und dann auch, was hast du denn fürs Marketing eingeplant? Und dann wirst du herausfinden, ob es ein guter ist oder ein schlechter ist, der dann dir sagt, okay, du solltest da schon eventuell mehr einplanen, 10-20% von dem Umsatz, den du geplant hast, je nachdem, in welcher Branche du unterwegs bist. Und er wird dir auch sagen, okay, lass uns da erstmal schauen, dass wir möglicherweise klein anfangen, uns auf eine Sache konzentrieren. Oder wenn er dir aber sagt, mach gleich alles, die Webseite machen wir dir für 20.000 Euro, dann wird es eher schwierig, wenn du als Gründer da wirklich mit ihm zusammenarbeiten willst, weil dann dort schon dein ganzes Budget aufgebraucht ist und du für andere begleitende Maßnahmen kein Budget mehr zur Verfügung hast. Also zusammengefasst, bevor es auch gleich die Infos gibt, was es morgen gibt im siebten Teil, kannst du dir merken, dass es genauso sinnlos ist, ein Ladengeschäft zu öffnen, wenn dir das Geld dann später fehlt, für die Schaufensterwerbung oder die Bewerbung des Umfelds, dass da ein neues Ladengeschäft ist. Oder auf der anderen Seite du eine Webseite ins Netz stellst, aber niemand davon erfährt, dass es dich gibt. Für beides brauchst du Geld, brauchst du Budget und dieses Budget muss in deinen Finanzplan rein. Und das ist ein wichtiger Punkt, den du heute mitgebracht hast, Christoph. Und meine Frage nicht, worum geht es dann morgen im siebten Teil? In der nächsten Folge geht es darum, wie du deine Ziele erreichen kannst und nicht die Fehler machst, die dich bei deiner Zielerreichung hindern und wie du den Kurs halten kannst und den Kurs auch noch korrigieren kannst. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bitte auch heute wieder gerne das Video liken, den Kanal weiterempfehlen oder abonnieren, falls du es nicht getan hast. Und dann sehen wir uns, wenn du die Glocke jetzt auch betätigst, morgen bei der nächsten Folge. Du kriegst dann automatisch die Infos, wenn wir neue Uploads getätigt haben. Vielen Dank auch an dich, lieber Christoph. Sehr gerne.